Hallo, in diesem Video werden wir Ihnen zeigen, wie man einen Leistungsverstärker designt. Im ersten Schritt muss die Frequenz gewählt werden, in der der Leistungsverstärker arbeiten soll. Danach muss ein geeigneter Transistor gefunden werden. In diesem Beispiel arbeiten wir mit dem BFU 590G bei einer Frequenz von 900 MHz. Als Arbeitspunkt haben wir 12 Volt und 120 mA gewählt. Für den nächsten Schritt verwenden wir das Simulationsprogramm QX. Es geht darum, ein Anpassungsnetzwerk zu designen, mit dem am Eingang und am Ausgang möglichst wenig Reflexionen auftreten. Zusätzlich soll ein Vorspannungsnetzwerk designt werden, damit der Arbeitspunkt erreicht wird. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Stabilität, sodass der Verstärker nicht bei ungewünschten Frequenzen zu schwingen beginnt. Wir setzen zunächst ein Vorspannungsnetzwerk zusammen, wie es im Datenblatt zum Transistor angegeben wurde. Die Werte der Bauteile wurden zunächst nicht beachtet. Um die Ergebnisse der Simulation anschaulich darzustellen, lassen wir uns die Stabilität, die Reflexion an Ein- und Ausgang bzw. alle S-Parameter als zweidimensionales Diagramm sowie im Smith-Chart und in einer Tabelle ausgeben. Mit Kondensatoren werden die 900 MHz von der Gleichspannung des Vorspannungsnetzwerks abgetrennt. Ebenso ist es nun Zeit für die Anpassnetzwerke. Die Magie der HF-Technik besteht darin, zufällig die richtigen Bauteilwerte herauszufinden. Für die Bauteilwerte wurde sich zunächst am Datenblatt des Transistors orientiert. In diesem war ein Beispiel für 868 MHz gegeben. Die Werte wurden danach angepasst, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Zuletzt werden noch Markierungen hinzugefügt. Hier sehen Sie die Ergebnisse der Simulation. Eine Verstärkung von ca. 11 dB wird erwartet. In die Vias werden Nieten eingesetzt, die für besseren Kontakt auf beiden Seiten noch festgelötet werden. Zunächst werden die passiven Bauteile angelötet, danach folgen die SMA-Konnektoren und der Transistor.
Nach einigen Anpassungen und Verbesserungen wurde die gewünschte Verstärkung ohne Schwingen erreicht. Hier werden nur minus 31 dBm angezeigt, da die Eingangsleistung bereits sehr gering war und zusätzlich Dämpfungsglieder vorgeschaltet wurden.